Ich stelle meinen Roman Auffliegende Papageien vor. Es ist ein Gegenwartsroman. Aber jeder Roman, der diesen Namen verdient, schließt Vergangenheit mit ein. Der Roman erzählt eine große Liebesgeschichte, die durch die Zeiten hinweg besteht, vor über 50 Jahren begonnen hat und bis heute reicht. Auffliegende Papageien, Mitteldeutscher Verlag, 2019. Nachdem ihn Angelika verlassen hatte, bildeten sich bei ihm Marotten heraus. Er hielt weiterhin an der Arbeit in der Redaktion fest, zu der er kam, als sein Ostberliner Landwirtschaftsverlag in der Wendezeit eingegangen war und er in der Zeitung angeklopft hatte. Arno hatte Biologie studiert, war Lektor gewesen, nun durfte er als Volontär anfangen. Allerdings hatte er es nie zu einer Festanstellung gebracht. Er landete in dem wenig befriedigenden Status der festen Freien. Mit einem Ritus beendete er seinen Arbeitstag. Er sah an der Wand im U-Bahn-Schacht einen Punkt, von dem Rauputz abbröckelte, wodurch rote Ziegelsteine freigelegt wurden, die ein rostiges Drahtgeflecht überspannte. Das vibrierte, sobald die U-Bahnen das Mauerwerk in Schwingungen versetzten. Die Ziegelsteinfläche veränderte ständig ihre Gestalt. Sie hatte Arno anfangs an ein Gesicht erinnert, das zu einem Mann gehörte, dann an eine weit geöffnete große Hand. Jetzt, ziemlich amorph, sah es aus wie die Umrisse von Russland. Er hatte den abstrusen Beschluss gefasst, dass er von dieser Stelle an seinen Tag hinter sich ließ, wie man eine Tür abschließt und den Schlüssel umdreht. Eine Marotte eben. Zurück blieben die Redaktion, die Zeitung, dieses Leben, das er außerhalb seiner vier Wände führte, wenn er aus dem U-Bahn-Schacht in den Abend hochstieg, wo ihn der Autolärm empfing. Arno strich mit der Hand über das Geländer und wischte dabei die Feuchte vom rostigen Eisen, schnippte sie zur Seite weg, die mit einem feinen Ton auf das Laub neben dem Weg perlte. Am Fahrradstände schreckte er auf. Im gleichen Moment zog es so sehr in der Magengrube, dass er seine Faust gegen den Mantel in den Bauch drückte. Er hatte heute früh nicht nur sein Fahrrad angeschlossen, sondern in seiner Müdigkeit noch ein anderes, ein Rad mit lilafarbenem, dünnem Rahmen, leicht wie eine Feder, ein Stevens, wie er sofort erkannte. Ein nicht gerade preiswertes Rad. Am Gepäckträger von Arnos Fahrrad klemmte ein Zettel. Ihretwegen musste ich ein Taxi nehmen. Schließen Sie bitte mein Fahrrad morgen nicht wieder an. L. Laube. Es war das Ausrufezeichen, das seinen Schmerz in der Magengegend erneut aufflammen ließ. Ein Zeichen wie ein vernichtendes Urteil. Natürlich konnte er nichts anderes erwarten. Der Zettelschreiber bat ihn zwar, aber es war ein Appell an seine Aufmerksamkeit, an der zu Recht gezweifelt werden musste. Was hatte er nur angestellt? Er war zerstreut, weil er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte. Statt des gewohnten Umschlags mit dem Geld lag der Brief im Kasten, in dem ihm eine Maschinenschrift mitteilte, dass die Zahlungen an ihn von nun an eingestellt würden, immerhin pro Quartal 2000 Euro. Die Begründung, das konnte nicht übersehen werden, war mehr als fadenscheinig. Er hätte längst Fuß gefasst in der neuen Zeit, verdiene sein monatliches Fixum und hätte sich eingerichtet, benötige also die Zahlungen nicht mehr. Von wegen. Hatte sich natürlich an das Geld gewöhnt, die Summe eingeplant, die wenige Wochen, nachdem Angelika ihn verlassen hatte, von nun an regelmäßig ins Haus flatterte. Beim ersten Mal hatte er den Umschlag, der weder durch die Post zugestellt noch an ihn adressiert worden war, beim Treppensteigen aufgerissen. Erschrocken hatte er sich umgedreht, verstohlen den Umschlag in die Manteltasche gesteckt und oben nachgezählt. 20 gebrauchte 100 D-Mark-Scheine. Sie waren gebraucht, ohne abgegriffen zu sein. Auch später die Euro-Banknoten. Verstohlen drehte er sich immer um, wenn er an dem bestimmten Tag den Kasten aufschloss. Es war ihm weder klar, wie der Bote ins Mietshaus kam, noch wer ihm das Geld zusteckte. Er hatte eine vage Vermutung, war aber dem Gedanken nicht nachgegangen. Niemand hätte ihm Auskunft geben können. Er nahm es als Entschädigung für den Verlust von Angelika, als Entschädigung für das Misstrauen der Polizei, dem er in den ersten Jahren ausgesetzt gewesen war, die geglaubt hatte, er stecke mit ihr und ihrem Freund unter einer Decke. Er nahm es einfach hin, weil es die einfachste Lösung war, als Entschädigung für alle Enttäuschungen seines Lebens.
Selbstverständlich hatte der Brief keine Unterschrift. Zu Hause legte er eine CD ein und schwang sich aufs Sofa. Arno las hier keine Zeitung. Er konnte in der Redaktion beinahe alles im Internet lesen, doch es war etwas anderes. Er ertrug den Geruch des frisch bedruckten Papiers nicht, der ihm Brechreiz verursachte, zuverlässig und langanhaltend wie früher als Kind, sobald er mit dem Auto gefahren war. Der Tag blieb vollkommen verloren. Seine Mutter sagte in dem Fall: Tief Luft holen, Junge, die Augen schließen und an etwas Schönes denken. Etwas Schönes? Natürlich war es Angelika, die Tochter der Mieter in seinem riedgedeckten Vaterhaus auf Fischland an der Ostsee. Schulzens Flüchtlinge aus Ostpreußen, aus Bartenstein in Masuren, wohnten im ersten Stock, in dem auch Arnos Familie ihr Schlafzimmer hatte. Ihre anderen Räume befanden sich im Erdgeschoss. Arno hatte auf Angelika ein Auge geworfen, wenn man das schon so sagen konnte. Er war 2 Jahre älter als das 8-jährige Mädchen. Sie streuten auf einer Hochzeit Blumen. Jeder der beiden schlenkerte ein Körbchen mit abgeschnittenen Blumenköpfen, die sie dem Brautpaar vor die Füße warfen, als es aus der Kirche trat. Auf der Heimfahrt wurde ihm im Auto schlecht. Arno musste sich übergeben. Er besudelte nicht nur sein Hemd, sondern zusätzlich das strahlend weiße, gestärkte Kleid von Angelika, die sofort rief: Dich werde ich niemals hochzeiten, damit du es weißt, niemals. Sie hatte weiße Kniestrümpfe und schwarze Lackschuhe an. Ihre blonden Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Außerdem trug sie sogar Ohrringe, kleine rote, von Gold eingefasste Herzen. Natürlich konnte von Gold keine Rede sein, ebenso wenig wie Silberpapier etwas mit Silber zu tun hatte. Trotzdem sprach man von Silberpapier. Dich werde ich nie hochzeiten. Dieser Ausruf saß so sehr, dass Arno sich heute noch an ihn erinnerte. Angelika und er waren später ein Paar geworden. Über die Ehe jedoch hatten sie tatsächlich nie nachgedacht. Er wohnte weiterhin in ihrer gemeinsamen Wohnung. Nach der Wende hatte sich Angelika von ihm getrennt. Den Bruch vollzog sie ziemlich abrupt, ohne dass sie einen Grund nannte. Er vermutete sofort einen anderen Mann, womit er richtig lag, wie sich bald herausstellte. Sie packte hastig Koffer. Arno überraschte sie dabei, als er aus der Redaktion kam. Er war so verwundert, dass er allen Ernstes glaubte, einen gemeinsamen Urlaubstermin vergessen zu haben. »Wir verreisen?«, fragte er. Sie schüttelte nur den Kopf, ohne aufzublicken. Erst während er fragte: »Aber weshalb packst du denn?«, wusste er die Antwort. »Ich muss unbedingt fort. Es ist besser, wenn du nicht alles weißt«, sagte sie. Und noch etwas, was er nicht verstand. Sie rauschte an ihm vorbei, wie der Fahrtwind am Auto. Da hupte auch schon das Taxi. Er setzte sich auf das Bett und musste einfach lachen, laut auflachen. Es war wie im Film, nur dass er Akteur sein musste, den tragischen Helden spielte. Er aber viel lieber Zuschauer gewesen wäre, der den Helden beobachtete. Weil ihm der Schweiß aus allen Poren brach, zog sich Arno aus, warf die Schuhe in die Ecke, stützte seine Unterarme auf die Oberschenkel. Wie lange er so verharrte, er hatte keine Ahnung. Als sich die Polizei mehrmals bei ihm meldete und nach Angelikas Aufenthalt erkundigte, nach ihren beruflichen Verbindungen, nach Kontakten und Freunden, begriff er, dass sie untergetaucht war. Seine Angelika Schulz war tot, aber sie war nirgendwo beerdigt. Sie existierte nicht mehr, nur noch in seiner Erinnerung. Die Polizisten, die die sperrige Floskel Betrug im Zusammenhang mit Vereinigungskriminalität gebrauchten, durchsuchten seine Wohnung, stöberten ausgiebig in Angelikas Papieren, nahmen Fotoalben und Akten mit. Am nächsten Vormittag schon schob er sein Fahrrad neben das Stevens, gab acht, nur sein eigenes anzuschließen. Arno heftete einen Zettel an den Gepäckträger. »Tut mir leid, wie kann ich den Schaden wieder gut machen?« Er überprüfte noch einmal mit der Hand den Verlauf des Kettenschlosses, bevor er endgültig in den U-Bahn-Schacht abtauchte, aus dem ihm bereits die warme, leicht nach Öl riechende Luft entgegenwehte, lief er zurück und kritzelte seinen vollen Namen unter die Mitteilung. Am Abend strömte Arno mit dem Pulk der Fahrgäste
an der Stelle ohne Putz an der Wand vorbei und aus dem U-Bahn-Schacht hinaus. Das Rad, das Stevens, wie sein Zettel daran, fand er unberührt vor. War der Zettelschreiber heute zu Hause geblieben oder träfe er nach ihm ein? Am nächsten Morgen fehlte endlich sein Nachbarrad. An Arnos Gepäckträger klemmte jedoch wieder eine Nachricht. Ich wüsste nicht wie, L. Laube. Darunter stand dennoch eine Telefonnummer. Arno verschwand im U-Bahn-Schacht, erwischte seine Bahn, sank auf die Bank, die ihm zwischen den Fahrgästen gerade so viel Platz bot, um seine Arme bewegen zu können. Eigentlich waren die Fahrgeräusche zu laut, um zu telefonieren. Außerdem würden alle mithören. Trotzdem tippte er die angegebene Nummer ein. Ja, schallte es forsch herüber. Hier ist Ihr Telefonanschließer. Tut mir... Ach so, fiel ihm die Stimme ins Wort. Tut mir leid, Sie hatten Ungelegenheiten wegen mir. Ich muss in Gedanken gewesen sein. Hoffentlich waren es gute Gedanken. Die Stimme der Frau hatte eine bemerkenswerte Ausstrahlung, die ihn geradezu körperlich berührte. Sie lachte auf und rief, nett von Ihnen, dass Sie anrufen. Arno blickte flüchtig in die Runde, es scherte sich niemand um ihn und sein Gespräch. Hören Sie, was machen wir denn nun? Fragte er. Erst nach einigen Augenblicken kam die Gegenfrage. Wie meinen Sie das? Sie mussten sich ein Taxi nehmen, erklärte er. Darf ich es Ihnen bezahlen? Ich meine, Sie konnten ja nichts dafür. Hallo? Hallo? Die andere Seite war plötzlich tot. Sein Display erloschen. Verärgert wählte er erneut die Zahlenfolge. Nichts. Er las eine Werbetafel. Jetzt 4 Blut- und Plasmaspendezentren in Berlin. Prenzlauer Berg, Marzahn, Tegel, Hellersdorf. Er verstand die Botschaft nicht. Wen interessiert, dass es nun 4 Blut- und Plasmaspendezentren in Berlin gibt? Und warum nur 4? Bedeuteten 4 etwa viel? Offensichtlich, sonst würden sie es nicht mitteilen. Wenn jemand Blut spenden wollte, holte er Erkundigungen im Netz ein, wo sonst. Vielleicht war es einfach nur eine ungeschickte Werbung zum Blutspenden. Sein Handy klingelte, parallel dazu vibrierte es zwischen seinen Fingern. Ja, ein Funkloch, bestätigte er. Es ist eigentlich alles in Ordnung. Sie müssen wirklich nicht glauben, dass ich Ihnen geschrieben habe, um von Ihnen... Doch, 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 ich bestehe drauf. Es ist meine Schuld gewesen. Ich gebe Ihnen das Taxigeld zurück. Ich fühle mich dann wohler. Arno hatte nicht darüber nachgedacht. Er folgte einer spontanen Eingebung, wie so oft in seinem Leben. Und er war bisher immer gut damit gefahren. Arno brachte sie dazu, sich mit ihm zu verabreden. In einem Café in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichstraße. Schräg gegenüber vom Kulturkaufhaus Dussmann. Für heute Abend schon. Lilly und Arno werden ein Paar. Lilly erinnert ihn wegen eines Papageientattoos an seine ehemalige Frau Angelika. Lilly hat es auf der Schulter. Angelika an einer intimen Stelle. Sie hatte damals zu ihm gesagt, der Papagei wird täglich gestreichelt werden. Wahrscheinlich hatte sie das auch schon zu ihrem Liebhaber gesagt, einem Mann russischer Abstammung namens Gusev, mit dem sie die Devisen beiseite geschafft hatte, ein krimineller Akt, der heute längst verjährt ist. Gusev ist so etwas wie ein Mini-Oligarch im Havelländischen und Angelika, die immer noch mit ihm liiert ist, seine Königin. Mit ihm lebt ein nahezu vergessenes und zugleich einflussreiches Stück untergegangen geglaubter Welt weiter. Arno kommt über Lilly zu Gusev, der ihm eine Anstellung als Journalist in seinem kleinen Reich anbietet. Arno weiß, auf wen er sich einlässt. Menschen seines Schlages hatte er immer verabscheut, aber er hofft, über Gusev wieder zu Angelika zu kommen. Arno treibt die Liebe zu Angelika an, aber vielleicht auch das Gefühl der Heimatlosigkeit in diesem neuen Deutschland, das Gefühl, nie wirklich hier angekommen zu sein. Ein Land kann man nicht ohne weiteres abschalten, wie Licht in einem Raum, sagt Gusev in dem Roman. Und in diesem Fall hat er recht. Die Vergangenheit lässt sich nicht einfach abwickeln. Sie ist mit dem heutigen Leben tief verwachsen.